Schon lange ärgere ich mich, dass die obersten Finanzbehörden, das Bundeszentralamt für Steuern und die Finanzaufsichtsbehörde BaFin, die Kölner Staatsanwaltschaft nicht gut unterstützen bei der strafrechtlichen Aufarbeitung der kriminellen Cum-Ex-Geschäfte. Und jetzt ist aber eine Sache, ob man sich ärgert, dass Behörden nicht gut arbeiten, und eine andere Sache ist, wenn Regeln richtig verletzt werden und wenn das wahrscheinlich auch wissentlich geschieht. So zumindest ist meine Einschätzung, und deswegen habe ich Strafanzeige gegen Verantwortliche beim Bundeszentralamt für Steuern gestellt. Um was geht es? Es gibt seit 2009 eine Liste, auf der mögliche Tatverdächtige stehen. Die ist ganz komisch entstanden, nämlich weil in einem erfolglosen Versuch, Cum-Ex-Geschäfte zu verhindern, das Finanzministerium ab im Frühjahr 2009 dann gefordert hat, dass die Bescheinigungen vorlegen, dass sie nicht zusammenarbeiten. Und diese Bescheinigungen wurden in einer Liste zusammengeführt. Und diese Liste schlummerte jetzt viel zu lange beim Bundeszentralamt für Steuern und wurde nicht der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt. Man hat nur fallweise, wenn die nachgefragt haben, einzelne Informationen aus dieser Liste gegeben. Und deswegen besteht die Gefahr, dass deswegen manche Täter mit ihrer Beute entkommen können, ohne strafrechtlich belangt zu werden, weil dann die Sache einfach verjährt sind, wenn die Staatsanwaltschaft jetzt zu spät auf diese Fälle gestoßen ist. Und es gibt eine Verpflichtung, dass das Bundeszentralamt solche Informationen der zuständigen Staatsanwaltschaft übermittelt. Und weil die Zuständigen im Bundeszentralamt für Steuern ja auch wussten, dass die Staatsanwaltschaft diese Informationen sehr gut brauchen kann in diesen komplexen Sachverhalten, wo man nicht weiß, wer alles beteiligt war, kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass es wissentlich geschehen ist. Und dann spricht man juristisch gesehen von einer Strafvereitelung im Amt,